Hallo und grüß Gott. Wir starten heute ein neues Projekt. Mein Name ist Rebecca Röhrenbach, ich bin gelernte Weintechnologin. Und mein Name ist Tom Kagerer, ich bin Koch und Konditormeister. Und wir haben heute ein bisschen was vorbereitet für Sie. Genau. Wir sehen uns heute im Weingut Röhrenbach bei der Rebecca zu Hause. Genau, und was wir heute euch eigentlich zeigen oder was wir heute mit euch machen möchten, ist, die Krisensaat hat begonnen. Der 1. Mai steht vor der Tür und wir wollten euch einfach ein bisschen Input geben zum Grillen. Und der Tom kann da ganz viele tolle Sachen machen. Und wir haben dieses Jahr, sofern wir dürfen, auch mit Tom drei richtig tolle Events hier auf der Terrasse, auch zum Thema Grillen. Und deshalb wollten wir hier einfach ein paar saisonale Anreize setzen. Genau, und ich habe mitgebracht. Als erstes machen wir ein paar schöne Garnelen, Tomaten, Avocadosalat. Das ist ein Gericht, das wir dann beim ersten Event, den wir hier auf der Terrasse machen können am See, mit Sicherheit machen. Da machen wir ein paar so Grilltapas. Genauso werden wir das jetzt halt auch machen. Dann hat die Spargelsaison begonnen. Da machen wir einen schönen Spargel vom Grill, ein bisschen grün, ein bisschen weiß, ein paar Kartoffelchen dazu und natürlich meine berühmte Hollandaise aus dem Isi. Und zum Schluss macht man eine Peperonata mit Patatas Bravas und einen schönen Stück Rindfleisch, und zwar Terres Major. Das ist ein schönes Stück, das man ganz langsam und zart im Sous Vide gart und hinterher dann nur noch auf dem Grill ein bisschen küsst mit schöner Hitze. Und da habe ich viererlei Pfeffer dabei, da haben wir selber Gewürz gemacht. Und das wird bestimmt sehr lecker. Auch eine Sache, die man im Sommer schön machen kann. Sehr schön. Macht schon echt was her. Also es gibt schon ein richtig schönes Bild ab. Und dann packen wir den schön ein, dass das luftdicht verpackt ist. Mhm. Und dann legen wir uns den bei nicht zu viel Hitze auf den Grill. Das heißt, jetzt bei dem Grill legst du es eher seitlich dann? Da lege ich es nicht direkt drauf wie die Garnelen. Die Garnelen haben wir jetzt schön direkt drauf gelegt. Ja? Und da hört man auch schon, wie das ein bisschen brutzelt. Und beim Spargel, den legen wir indirekt drauf, nicht direkt über die Glut. Weil sonst verbrennt der unten und wird nicht durch. Mit dem grünen Spargel geht das ganz genauso. Aber da habe ich vergessen, dass ich den unten abschneiden muss. Und den haben wir auch. Schau, der ist wunderbar, den braucht man nicht schälen. Ja. Der hat ganz wenig, was man weg da muss. Ansonsten einfach unten ein bisschen vorschälen. Da haben wir auch wieder so einen dicken Hund dabei. Schätz, Spargel für dich auch ein Gemüse, das du auf jeden Fall saisonal kochst. Also wo du jetzt nicht, sagen wir mal, außerhalb der Saison, oder siehst du das nicht so eng? Ja, ich sehe das schon eng. Mhm. Ich brauche also Weihnachten keinen Spargel, keine Erdbeeren. Es gibt im Herbst, gerade im Herbst gibt es die allerschönsten Sachen. Mhm. Und im Sommer oder im Frühjahr ist es so, dass man sagt, hui, ja, es Frühjahr kommt. Aber da gibt es im Endeffekt erst einen Bärlauch, dann einen Spargel, dann Erdbeeren und Rhabarber. Also und mehr kommt da nie so. Aber im Herbst kommt alles. Und im Herbst ist eigentlich die schönste Jahreszeit. Ja. Ja. Und deswegen freuen wir uns auch so auf den Spargel, weil man da nicht so viel hat, wenn man aus dem Winter kommt. Ja. So, auch wieder eine gute Flocke Butter und ein bisschen Zitrone. Ja. Da braucht es also wirklich nur ein Stück von der Schale, mehr braucht es da nicht. Ja. Genau, dann trinken wir mal den ersten Schluck. Sollen wir mal ein Schlückchen probieren? Zum Wöderle. Bröstle. Ja, also unser 2018er Sekko. Weiß, schön gelb, fleischig, schöne Zitrus. Noten, eine feine Perlage. Also das ist einfach eine schöne Alternative auch zu unserem Sekt. Den Sekko haben wir auch außerdem auch in Rosé. Ist so ein bisschen die herbere, mildere Variante. Ist vor allem ein Eyecatcher, auch von der Farbe her eine tolle Sache. Ein schön rund. Genau, soll ich dir schon was helfen? Ja, ja, wenn du mir die zwei Teller da rüber gibst, dann können wir schon mal ein bisschen anrichten. Okay. Und dann habe ich hier einen Tomaten-Avocado-Salat. Das sind also geschälte Tomaten, Avocado, ein bisschen Limonenabrieb und Limonensaft. Und ein kleines bisschen Koriander. Das gibt immer so einen kleinen frischen Kick. Und da ist jetzt nur Äpfel und Avocado, Ingwer, ein bisschen Honig und Salz mit drin. Das gibt nochmal so, das ist ein bisschen die scharfe Variante von der Geschichte. Sieht echt gut aus. Äpfel auch wieder regional, ein schönes regionales Produkt, das man wieder eingebaut hat. Haben wir alles vor der Haustür. Ja. Von daher. Bitte. Sehr
Sehr gut, danke schön. Warte mal, jetzt gibt es noch die Garnele. Genau, ich wollte nur mal drehen. Die Garnele heißt Garnele, weil man sie nicht roh isst. Sonst wäre es auch Rohnele. Jetzt ein bisschen Blödsinn muss auch sein zwischendurch. So, Leute. Schaut sehr gut aus. Okay, jetzt haben wir noch einen schwarzen Spieß, haben wir auch kreiert genau, dazu. Genau, ich mache Besteck. Genau. Soll ich dir gerade geben? Und da darf ich sagen? Schaut lustig aus auf die Teller, gell? Sehr gut. So richtig schön bunt. Richtig schön angerichtet. Richtig frisch auf Sommerdeck. Das ist richtig Sommer, das schmeckt nach Sommer. Wunderbar, okay. Guten Appetit. Du probierst jetzt einmal, jetzt bin ich gespannt, was dir schmeckt. Gell? Das, der mit den Äpfeln, das ist ein bisschen eine Granate. Der Koriander kommt auch richtig schön raus. Also für, ich weiß, es ist auch ein streitbares Kraut. Aber ich finde es mega lecker. Also ich habe es total lieb gewonnen und war früher total Skeptiker. Also es ist wirklich sehr, sehr fein. Beim Koriander gibt es nur zwei Meinungen. Da gibt es nur liebe ich oder nicht. Mhm. Ja, ganz genau. Da gibt es nur, da gibt es nicht mehr. So. Sehr lecker. Gell? Das ist ein bisschen asiatisch. Echt lecker. In der Zwischenzeit mache ich schon weiter mit dem Begleiter für unser zweites Gericht. Das ist ein 2018er Weißburgunder, ein wirklich super schöner Wein, ein ganz toller Essensbegleiter, hat einen schönen Körper und eine feine, dezente Nase. Und vor allem mag ich an dem, dass er einfach so schön schmelzig ist. Was ist eigentlich schmelzig? Also für mich ist das in dem weltbekannten Abgang bei uns Weinmenschen, wenn der am Gaumen so ein cremiges Mundgefühl hinterlässt und nicht so spitz wirkt quasi. Und okay. Das probiere ich jetzt gleich, wie das genau ist. So. Ein schönes Sonnengelb. Richtige Freude im Glas. Wieder diese schöne Gelbfrucht. Zitrus. Noten Aprikose, Pfirsich, also dann eher so diese dezente Aromatik und nicht keine Fruchtwucht, die einen übermannt. Weißburgunder, eine tolle Rebsorte, die oft so etwas im Hintergrund vom Grauburgunder rumwandert. Das ist eine verwandte Rebsorte, also die gehören zur gleichen Familie, der Burgunder-Familie, und deshalb ist der Weißburgunder gerne mal so ein bisschen im Hintergrund geraten, aber stellt wirklich einen sehr schönen und dezenten Wein gegenüber dem Grauburgunder da und ist deshalb wirklich nicht zu vernachlässigen. Gut, also Spargel, holla die Waldfee. Genau, jetzt geht's los. Nochmal kurzer Check. Der ist fertig, der grüne ist natürlich nicht fertig, macht aber nichts. Schön. Meine Pataten sind fertig. Gut, alles also wir ready. Hoffen, ja, Spargel habe ich auch immer gern. Das ist, wie ich es vorher gesagt habe, im Frühjahr ist man. Kommt zwar nicht so viel, aber man ist dann trotzdem gierig, wenn man vom Winter rauskommt. Irgendwann kann es gelbe Rüben, Kraut nicht mehr sehen. Und dann ist halt das erste Gemüse, was dann wirklich daherkommt, ist der Spargel. Und da kann man schon fast nicht mehr erwarten. Das wäre sehr schön. Da können wir uns schon mal Mut antrinken. Genau. Also. Also, das ist ein schöner Weißburgunder, Jahrgang 2018. Mit dem welchen cremigen? Sein. Der müsste schmelzig. Schön schmelzig. Sein. Also, dann schauen wir mal. Ja. Hat eine feine Säure. Ja. Ja. Das ist aber nett. Das mag ich. Genau. So. Also er spielt ein bisschen am Gaumen. Ja, und das mit cremigem Abgang verstehe ich auch. Ja. Das kommt bei mir an. So, jetzt haben wir unseren Spargel fertig gemacht. Auch, genau. Dann habe ich hier ein paar Kartoffelchen gekocht. Und die haben natürlich auch wieder ein bisschen speziell. Und das sind im Prinzip Patatas Arrugada.
Spanisch. Spanisch, genau. Von den Kanarischen Inseln kommt es. Mhm. Und zwar kocht man da 1 Kilo Kartoffeln mit 250 Gramm Salz. Die schwäbische Hausfrau sagt, du bist wahnsinnig. Aber dann kriegt es diese Salzkruste außenrum. Und dann werden die ein bisschen, dann werden die ein bisschen knusprig von außen her. Ja. Das heißt dann also auch Wasser dann noch dazu? Ja, ja. Genau, also ganz normale Salzkartoffeln, okay. mit Schale. Ja. Und dann mit wahnsinnig viel Salz kochen, wie gesagt, 1 Kilo mit 250 Gramm Salz. Und dann schlicht man uns da mal 3 rein. Sehr gut aus. Das ist ein schöner Kontrast, gell? Das ist auch so eine Allzweckwaffe eigentlich, gell? So gerade jetzt auch wieder zum Spargelthema und so. Dazu gehört es eigentlich auch immer dazu. Ja, beim Spargel ist halt, was willst du? Also eine Grazie, die könnte man noch dazu machen. Mhm. Ja, aber dann wird's echt schwer. Mhm. Was man nur beim Spargel dazu machen kann. So, und dann haben wir uns jetzt, da muss man regen. Wenn man die Folie so aufmacht, was da für Dunst rausgeht. Ja. Und da sieht man, Saft auch. Also ja, genau. Das ist nur der Saft vom Spargel. Also ja. Salz und Zucker haben da ein bisschen die Feuchtigkeit aus dem Spargel geholt. Und der Butter und die Zitrone ein bisschen den Geschmack noch dazugeben. Und da passt es. Und den habe ich auch ein bisschen halbiert. Dann tun wir am Grill immer leichter. Du meinst von der Zeit her jetzt? Oder? Ja, von der Zeit her. Das ist, geht schneller, ist leichter zum Abschätzen, wann er fertig ist. So. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Und dann habe ich hier meine schöne Hollandaise im Easy. Eine Hollandaise gemacht. Das Rezept kann man bei mir auf der Homepage unter www.topkocht.de kann man sich in der Bildergalerie steht das Rezept von der Hollandaise drin. Ausprobieren, weil das ist wirklich klasse. Dann haben wir noch ein bisschen einen Schnittlauch und dann haben wir ein ganz klassisches Backrezept vom Grill. So, jetzt schauen wir mal. Reicht das? Ja, ja, das kriegen wir hin, oder? Genau. Guten Appetit. Jetzt hoffe ich, das kann mit heute mit dem Bein. Ja, bestimmt. Also die klassische Kombination eigentlich von Spargel so mit Kartoffeln und so Hollandaise, aber super fein. Also jetzt gerade auf dem Grill, also gegrillte Spargel gibt es auch nicht jeden Tag. Ja. Okay, während im Hintergrund jetzt gerade der Tom den dritten Gang für uns anrichtet und zubereitet, stelle ich euch den Essensbegleiter dazu schon mal vor. Meine Wahl wäre jetzt hier unser schöner Spätburgunder, das Jahrgang 2017. Also ein gereifter Spätburgunder, eine sehr schöne Variante mit 13 Volumenprozent, also dementsprechend auch etwas kräftiger. Schöner Körper, schön körperreich. Schenkt uns mal einen Schluck ein. Ja. Tolles Kirschrot. Von der Nase her so sehr beerenduftig. Und auch wenn man das jetzt vielleicht nur vom Riechen her hat, ist schon einfach so ein ganz so einen weichen Duft, also nichts, was mich jetzt gerbig oder astringent wirken lässt, sondern sehr, sehr geschmeidig. Harmonischer Rotwein, Erdbeere, Kirsche, Pflaume, also alles etwas die gereifteren Früchte, schön frisch und beerig. Ich kann zwar den Vortrag nicht so halten wie du, aber wenn du das erzählst, nach was der schmeckt und ich das gleichzeitig in der Nase noch probiere, dann schmecke ich das auch, was du da erzählst. Jetzt machen Weinproben auf einmal auch einen Sinn, gell? Ja, das ist unglaublich. Wenn man so ein junger Winzer ist wie du,
und dann so daheim in einem Familienbetrieb ist, profitiert man dann viel von der Erfahrung, die dann da ist? Also das Zusammenarbeiten im Familienbetrieb basiert auf jeden Fall davon, dass man halt miteinander lernt und arbeitet. Und das, ich lerne quasi, also glaube ich, also ich lerne extrem viel von meinem Papa jetzt draußen im Weinberg sowieso und auch von der Erfahrung oder auch schon von meinem Opa. Und aber gleichzeitig lernt er natürlich auch total viel von mir, so weil ich ja auch wieder dann Neues mitbringe, genau, aus meiner Ausbildung. Also es ist halt eigentlich so das, das Lustige, finde ich, am, so im Familienbetrieb arbeiten und jetzt als Jungwinzer hier in den Betrieb zurückzukommen, dass so diese Kombi aus den ganzen Erfahrungen, was da dann am Ende so bei rauskommt irgendwie. Also, Das ist doch nett, so muss doch auch sein. Sonst, jeder muss irgendwo auch sein Schärflein dazu beitragen können. Ja. So, ich habe jetzt hier gemacht eine Peperonata. Okay, das heißt Paprika. Genau, ja. Das sind Paprika und Tomaten. Da schwitzt man erst ein paar Zwiebeln an, ein bisschen Knoblauch. Dann gibt man die Paprika dazu, schwitzt die an und dann die klein geschnittene Tomaten und lässt das einköcheln, bis wirklich die Flüssigkeit weg ist. Wie lange dauert das ungefähr so? Ja, schon eine gute halbe dreiviertel Stunde. Ja. Und da muss man aber dann auch dabei stehen und... Ja, das kann man so weit runterstellen, dass das von selber dahin köchelt. Ja. Und ich nehme immer gerne eine breite Pfanne oder einen breiten Topf, weil dann geht es schneller. Ja. Wenn ich einen kleinen, dünnen Topf habe und oben köchelt es ein bisschen, dauert es halt lang, weil ich wenig Oberfläche habe. Und so geht es halt ein bisschen schneller. Dann habe ich jetzt hier das angesprochene Teres Major. Und das habe ich ins Vakuum gepackt mit einem Zweigerl Rosmarin, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Olivenöl. Und das habe ich bei 54 Grad 2,5 Stunden im Wasser ziehen lassen. Und dann nur ausgepackt und wie ich vorher gesagt habe, nur einmal von der Kohle geküsst, damit es ein bisschen Röstaromen kriegt. Und es ist im Endeffekt, heißt es auf Deutsch, das Teres Major, ein Metzgerstück, weil das früher der Metzger auf Zeiten da hat, weil es von jeder Kuh nur zwei solche Stücke gibt. Okay, Wahnsinn. Und das haben die also nicht im Verkauf getan, das war sauber. Allein, dass man ein Schild schreibt, in die Theke war es nicht wert, haben sie es lieber in die Wurst geschmissen. Okay. Aber heutzutage ist es ja so, dass man sowas wieder ausgrabt. Und ich habe einen Metzger, der das gerne macht. Und das ist schön. Nehmen wir das Ding einmal an, den Apparat. Ja, und da sieht man, das ist schön saftig. Ja, und das hat auch noch kein Salz und nichts gesehen. Und da schneiden wir uns dann schöne, dünne Scheiben auf. Und dann kann man das nachher schön genießen. Da braucht man jetzt dann wieder zwei Teller. Ja, die kommen. Das ist lieb, danke. Zu bayerisch, gell? Ist ja auch nicht so einfach, Zum Verstehen. Ja? Aber ich habe ja in München studiert. Das geht da geht's. Wunderbar. Da bist du was gewohnt. Sogar, also in Freisingen. Da ist ja noch ein bisschen wilder. Da bist du was gewohnt. Genau. So, dann haben wir hier unser Peperonata. Und dann habe ich mir vorher vorbereitet ein paar Kartoffelspalten im Ofen. Ja? Ja. Weil das ist auch immer schön zum Grillen und vor allem toll zum Anrichten. Mhm. Und wenn man so schöne bunte Tellerchen hat, in Friedrichshafen bei der Firma Frenkel gibt. Vielen Dank fürs Ausleihen. Genau, danke fürs Leihen. Ganz dann kann man natürlich da auch super anrichten. Und das ist ein Kontrast, das darf man. Aufpassen, dass man Finger nicht verbrennt. Ja. Das Teres Major, ist das was, wo du jetzt auch erst wieder so drauf aufmerksam geworden bist? Oder einfach so in Kochkreisen? Oder war das was, oder das kennst du schon lange? Nein, das ist im Endeffekt ist so in den letzten Jahren so das Motto From Nose to Tail interessant worden. Und dann hat man sich überlegt, welche Stücke kann man da vom Rind zum Beispiel veredeln oder hochwertiger verarbeiten. Ja. Und das ist, wie gesagt, ein Stück, das ich heute rosa braten kann. Mhm. Und was man früher, wie gesagt, eher geschmort hätte. Und so ist es einfach wertiger, saftiger und macht mehr Spaß. Und da gibt es das Flanksteak, dann kann man das Flat Iron, kann man noch nennen. Das sind lauter so Stücke, die man früher nicht so geschätzt hat. Den vergessen wir halt gerade dann auch so ein bisschen dann. Okay. Genau. Und ich finde es halt schade und schön, wenn man es dann macht. Gut aus. Ja. So präsentiert. Ja. Dann können wir wieder probieren, wenn es genau. Ist.
leichte Säure. Auch echt schön, also mit dem saftigen Fleisch. Ja, das ist, wie gesagt, auch ein Sommergericht, wo man viel vorbereiten kann und dann nur noch zum Schluss, wenn man Gäste hat, nur noch zum Schluss Fleisch ein bisschen einmal schnell über den Grill ziehen. Und es ist auch kalt super zum Essen. Es ist überhaupt kein Problem. Alles, was übrig bleibt, kann man in den Kühlschrank bringen und abends auch auf eine nackte Scheibe Brot legen. Ein bisschen Salz und Pfeffer und fertig. Genau, wie du sagst, jetzt auch für die Jahreszeit für mich total das Richtige. Und auch so bei diesem Thema, weißt du, kleine, aber super feine Gerichte. Also jetzt ist ja jetzt nichts, wo man jetzt 1000 Zutaten für braucht oder so. Nein, und wie gesagt, also das kann man alles vorbereiten und alles am Vormittag machen und abends, wenn man es dann haben will, dann küsst man das nur mal schnell. Küssen finde ich immer so nett am Grill, weil das beschreibt es nämlich auch kurze, knackige Hitze und dann ist gut. Keine 3 Stunden am Herd stehen. Also jetzt, das ist jetzt kein Italiener oder Spanier. Ich rede jetzt von der Dichte so vom Wein, aber er ist feinbeerig für mich jetzt und ist ein sehr ehrlicher Bodensee-Burgunder. Ja, ich finde ihn auch sehr lecker. Ich finde ihn auch zum Fleisch schön kräftig. Und kräftig genug ist er auf jeden Fall. Das passt. Das kann man machen. Schöne Ergänzung. Alles richtig gemacht bis jetzt. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Das war echt super. Cool. Ich würde mich auch freuen, wenn wir im Sommer, wenn es im Sommer was, wenn da was zusammengeht, je nachdem, ob wir dürfen oder nicht. Genau. Und dann machen wir ein bisschen Rock'n'Roll. Sowieso hier auf der Terrasse. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder sonst was so bei uns abgeht, könnt ihr uns gerne weiter folgen. Genau, ja, immer, jederzeit. Auf allen Kanälen. Wir sind erreichbar. Es hat Spaß, also mir hat es auf jeden Fall auch voll viel Spaß gemacht. So ist immer mal lustig, auch was anderes auszuprobieren und auch miteinander zu machen. Ja, ich finde es auch schön, dass das in der Nachbarschaft so funktioniert. Das ist echt lustig. Macht Spaß, gerne wieder. Gut. Und ich freue mich auf den Sommer. Super. Hostmaterial. Passt so?